Wir schreiben das Jahr 2014. Ein Jahr, in welchem das Köln-Gladbach-Derby sicher bei vielen in Erinnerungen bleiben sollte. Bereits in den Vorwochen kam es zu wöchentlichen Angriffen von Köln an die Personen, die nach Heim- oder Auswärtsspielen von Gladbach in die Domstadt fuhren. Für dieses Empfangskomitee wollten sich einige Borussen dann rund eine Woche vor dem Derbytag bedanken. So fuhr eine Abordnung nach Köln, um die dortigen Choreo-Vorbereitungen zu attackieren. Nachdem sich die Angreifer jedoch zahlenmäßig verschätzten, ging es nach einer harten Beulerei, ohne an die Choreografiematerialien gekommen zu sein, wieder zurück zu den Autos. Das größere Ausrufezeichen sollte dann aber ohnehin am Spieltag selbst folgen. So machte sich am Morgen des Derbys eine Gladbacher Sportabordnung bestehend aus Ultras und Hools mit Autos auf den Weg nach Köln. Da zeitgleich ein zweiter offizieller Treffpunkt der Szene ausgerufen wurde, hatten Zivis und Bullen den Haufen der Borussen kaum auf dem Schirm. Und so schaffte es der in schwarz gekleidete Mob, zwei Stationen vor dem Kölner Stadion aus den Autos zu springen und sich in einer nahegelegenen Kneipe zu verstecken. Nachdem über mehrere Stunden in der Kneipe ausgeharrt wurde, funkten erste Späher, durch das die Kölner Szene nun hinter der eigenen Kurve mit den Choreografievorbereitungen beginnt. So setzte sich der MG-Mob in Bewegung und fuhr tatsächlich unentdeckt mit der Straßenbahn direkt vor die Südkurve Köln. Spätestens als der schwarze Haufen aus der Bahn steigt und in Richtung Stadion läuft, kommt die Info durch Speer auch bei Köln an. Gladbach läuft jetzt geschlossen und ruhig die sogenannte Jahnwiese entlang, direkt auf die Südkurve Köln zu. Schon von Weitem sind die Schreie der Kölner zu hören, welche dadurch versuchen, ihre eigenen Leute hochzupuschen. So stellte sich Rot-Weiß mit 130 Mann, die meisten davon Ultras, dem Angriffsmob entgegen. Nachdem Schwarz-Weiß-Grün erst einen Flaschenhagel abwehren musste, flogen nun mehr als harte Fäuste zwischen den ersten Reihen beider Seiten. Schnell war jedoch klar, dass Köln den Gladbachern an diesem Tag nicht gewachsen war. Nachdem die ersten beiden Reihen von Rot-Weiß fielen, brachten sich die restlichen Domstädter in der eigenen Kurve in Sicherheit. Nun stehen die Jungs der Borussia vor der Südkurve und verteilen noch vereinzelt Schellen an draußen gebliebene Ultras des FC. Nach einigen Minuten kommt Köln nochmals entschlossen aus dem Stadion und lässt alles in Richtung Gladbach fliegen, was nicht nied- und nagelfest im Boden verankert ist. Nun muss der MG-Haufen die Flucht ergreifen und wird im Anschluss direkt auf der Jahnwiese von einlaufenden Polizisten verhaftet und bis nach dem Spiel in Gewahrsam genommen. Nach der Entlassung am Abend gibt es mehr als lauten Beifall des im Stadion befindlichen Szenehaufens für den Gladbach-Mob, welcher an diesem Tag die Kölner in die eigene Kurve jagte. Zitat Köln: Die Choreografie war vorbereitet, als man hinter der Süd wartete und Gerüchte von einem MG-Mob die Runde machten. Der eigene Haufen durch diverse Stadtverbote ordentlich für die Katz, da kamen die Herren vom alten Schlag auch schon aus dem Wald gelaufen und Erinnerungen an die bittere Niederlage gegen Leverkusen 2009 wurden wach. Etwa 100 Leute bewegten sich von der Süd aus entgegen, dem Großteil sah man aber schon an, dass er eigentlich keinen Bock auf das Kaliber hatte. Etwa 30 Ultras machten sich gerade, bekamen aber teilweise auch herb auf die Fresse. Der Rest zog sich zur Süd zurück, wo es nach einiger Zeit gelang, die Gegenseite zu verjagen und ihr zumindest doch noch ein paar Arschtritte mitzugeben. Zitat Gladbach: Große Worte müssen für diese Aktion nicht mehr gefunden werden, nur so viel, Ausreden, dass es auf unserer Seite Waffeneinsatz gegeben hätte oder es eine reine Hooligan-Aktion war, sind einfach Lügen. Niemand hatte Waffen dabei und unsere Ultras haben die Aktion sowohl geplant als auch die meisten Leute gestellt. Die Schmach, beim Derby in die eigene Kurve gejagt zu werden, verarbeitet man in Köln aber wohl nur so. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.